Heute ruft die zweite Liga und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und am Mikrofon natürlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Grimaldi. Leipertz. Teuerkauf. Yusuf Paulsen. Massimo Bruno. Orba. Dominik Kaiser. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter. Da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Und jetzt haben sie den Ball. Teuerkauf. Massimo Bruno. Der Ball kommt gut. Schuss! Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Schnattere. Teuerkauf. Grimaldi.
Er ist da und hat den Ball. Marcel Sabitzer. Demme. Orban. Grimaldi. Teuer Kauf. Macht ihn. Tor, ganz stark gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Dominik Kaiser. Grimaldi. Ben Halloran. Demme. Marcel Sabitzer. Klostermann. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Leipertz. Wittek. Morabit. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Feig. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Philipp. Dominik Kaiser. Per Kopf zum Mitspieler. Orban. Jetzt Sabitzer. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Gut Druck gemacht. Jetzt gibt's Einwurf. Demme. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Dominik Kaiser. Er zieht ab. Oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er macht ihn nicht und sie liegen weiter mit einem Treffer hin. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Ja, das ist eine kurze Distanz und den bringt er links unten runter. Feig. Teuer Kauf. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Leipertz. Wittek. Feig.
teuer Kauf. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Jetzt haben sie den Ball verloren. Compare. Compare. Ben Halloran. Die Flagge kommt gut rein. Da musste der Torhüter nicht eingreifen, der Verteidiger hat geklärt. Bitte. Kraus. Schnatterer. Orban. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Marcel Sabitzer. Demme. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Zurück ins Feld. Klostermann. Forsberg. Teuer Kauf. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtige Aktion da kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können sie den Gegner kommen lassen. Der geht an die Latte und zurück ins Feld.
Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Phil. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Grimaldi. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Bitte. Feig. Leipertz. Grimaldi. Schussversuch. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Dominik Kaiser. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Emil Forsberg. Dominik Kaiser. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Morabit. Gute Flanke. Fällt jetzt das Tor. Sehr aufmerksam, die Flanke gut abgefangen. Ben Halloran. Und da kommt er an den Ball. Philipp. Feig. Jetzt sind sie am Ball. Schnatterer. Leipertz. Kraus. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Sie bieten sich an. Feig. Schnatterer. Ganz starke Flanke. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Emil Forsberg. Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzstatistik sagt. Wolf, ehrlich gesagt nicht viel. Das ist sehr ausgeglichen. Forsberg. Er bekommt Hilfe. Orban.
machen. Jetzt gibt's einen Einwurf. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Teuerkauf. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Wittek. Ich muss sagen, wie überzeugend Sie hier generell Ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Teuer Kauf. Schnattere. Sehr gut reingespielt. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Also, nee, da war doch viel mehr drin in der Situation. Ja, zumal die Ecke gut reinkam, da muss er mehr rausmachen. Sie geben sich hier noch nicht auf und bringen einen weiteren Stürmer. Ja, was auch sonst, Wolf, wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, dann muss vorne was passieren. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Jetzt sollen es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit Erfolg haben. Halstenberg. Compair. Minuten. Dann ist die reguläre Spielzeit um und das Resultat ist denkbar knapp. Nur ein Tor trennt die beiden Teams. Das könnte gefährlich werden. Sabitzer! Knapp daneben und das ist in dieser Situation doppelt ärgerlich. Ja, ein Tor wäre gerade jetzt enorm wichtig gewesen. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne mit dem Wechsel, will man nun sicher auch für Absicherung sorgen.
2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Demme. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Sieht gut aus, der Pass kommt. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab, das war wichtig. Stark gemacht, das könnte was werden. Starke Flanke. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Zurück ins Feld.